Hallo, Partnerbrett selbst bauen. Ich zeige euch, wie ihr das bauen könnt. Als erstes habe ich ein schönes Holz rausgesucht, und zwar eine Eiche aus dem Spessart. Abrichten, aushobeln. Falls ihr diese Maschine nicht habt, könnt ihr zu einem Schreiner gehen und das dort kaufen oder halt im Internet ein Stück Holz kaufen. Achtet darauf, dass es breit genug ist, und dann nehmt am besten einen harten Bleistift und lasst eurer Kreativität freien Lauf. Zeichnet zwei Bretter, die sich ineinander schmiegen. Als grobes Beispiel könnt ihr am Anfang des Videos oder zum Schluss meine zwei Bretter sehen. Wir bauen die ständig und viele, also wir haben immer andere Formen. Hier seht ihr die erste Zeichnung, und dann mache ich das nochmal mit einem farbigen Bleistift nach, damit ich dann die endgültige Schnittlinie sehe. Ich verwende eine kleine Bandsäge hier gerade. Ihr könnt es natürlich auch mit einer Stichsäge machen. Achtet am besten darauf, dass ihr ein frisches, scharfes Blatt habt. Und gerade bei dem mittleren Schnitt ist es wichtig, dass ihr einen sauberen Schnitt hinbekommt, weil wenn ihr eine Beule reinschneidet oder zurücksetzt und nachschneidet, dann verzeiht euch das die Schnittlinie nachher nicht. Ein guter Tipp ist hier, dass ihr mal ein Reststück Holz nehmt und was aufzeichnet und dann probiert nachzuschneiden, damit ihr etwas Gefühl kriegt, wie die Säge sich im Holz verläuft und schneidet. Bei der Außenkante ist es nicht ganz so tragisch, da kann man auch es etwas verkacken. Da empfehle ich, ungefähr 1 mm neben dem Strich zu sägen, außen, und dann halt nachzuschleifen. So, zum Schleifen. Ich verwende hier einen Kantenschleifer. Der geht dadurch wie Butter mit einem 120er Körnung. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Schleifer, Exzenterschleifer, theoretisch auch mit der Hand und einem Schleifklotz schleifen. Dauert halt etwas länger, aber ich denke, das wird ja dann ein Geschenk, und da kann man sich auch mal die Zeit und die Mühe nehmen. Auch hier achtet bitte drauf, dass ihr bei dem mittleren Schnitt, also da, wo sich beide Bretter ineinander schmiegen, das nicht zu viel wegschleift. Legt es immer wieder mal hin und überprüft es, ob alles gut ist. Und lieber erstmal zu wenig wie zu viel, weil das ist dann nicht schön, wenn ihr halt einfach das verkackt. So, und wenn dann ringsrum alles geschliffen ist, habe ich dann zwischenzeitlich die Oberfräse vorbereitet mit einem Halbrundfräser und einem Anlaufring. Das geht natürlich auch mit einem 45-Grad-Fräser und einem Anlaufring. Theoretisch auch mit einer nur gebrochenen Kante mit der Hand oder mit dem Exzenterschleifer schön vorsichtig eine schöne Phase geschliffen. Jetzt habe ich es noch mal kurz überprüft, hingelegt, passt gut. Jetzt zwinge ich mir gerade das Brett mal auf dem Arbeitstisch fest. Die Maschine habe ich vorher schon eingestellt. Auch hier rate ich dazu, probiert an einem Teststück, dass ihr den Fräser, also die Tiefe, richtig eingestellt habt. Nicht, dass ihr zu tief reinkommt, das wäre Blödsinn. Ich verwende hier eine Festool-Oberfräse, damit komme ich gut klar. Und das Griffloch fräse ich auch damit rund. Ich habe den kleinen Halbrundfräser genommen. Und ja, falls ich es nicht erwähnt hatte, das ist eine Spessart-Eiche aus dem Nachbarort. Die wurde vor 4 Jahren geschlagen und ist jetzt so weit, dass wir sie verarbeiten. Also ein ganz schönes Holz. Das hat jetzt relativ wenig Maserung drin, aber für diesen Zweck doch sehr schön. Und vorher habe ich auch gleich die Grifflöcher angezeichnet. Ich füge jetzt nochmal im Anschluss ein kleines Video ein, wo ihr seht, wie ich die Grifflöcher gebohrt habe an der Ständerbohrmaschine. Hier habe ich, glaube ich, ein 30er Loch verwendet. Ich habe noch ein Set gemacht, da habe ich ein 40er Bohrer verwendet. Wie bei allem, Übung macht den Meister. Am Anfang tut er euch vielleicht ein bisschen schwer mit dem Handling der Maschinen oder des Aufzeichnens, aber wenn ihr mal ein paar gemacht habt, geht es dann einfacher von der Hand. Hier kurz abblasen. Ich habe jetzt keinen Staubsauger an der Oberfräse, der steht gerade woanders. Sonst ist es natürlich schöner, wenn das direkt abgesaugt wird. Hier überprüfe ich noch mal kurz, ob alles passt. Ja, überprüfen, ob alles passt, kann man eigentlich nie oft genug sagen. Hier seht ihr noch, die Löcher habe ich vorher eingebohrt, aber das Video jetzt später eingefügt. Angezeichnet und mit einem 30er
Holzfasnerbohrer jetzt die zwei Löcher eingebohrt und dann geht es auch schon ans Verschleifen. Dazu gehe ich jetzt eine Etage tiefer bei uns. Ich habe hier einen Mirka-Schleifer, der eignet sich dafür sehr gut. Der hat einen 15 cm Teller. Man kann das natürlich auch mit jedem anderen Werkzeug oder Schleifer machen. So wie ihr halt am besten arbeitet oder was ihr zur Verfügung habt. Theoretisch könnt ihr das natürlich auch mit der Hand machen. Ihr seht, ich schleife es auch dann danach mit der Hand nochmal nach. Kleine Empfehlung, es gibt ja Schmirgelpapier oder Schleifpapier, das hat als Untergrund Papier und dann gibt es auch noch Schleifleine, da ist quasi, weiß jetzt nicht, Leinen werden es nicht sein, aber irgend so ein stoffartiges Gewebe und da kann man sehr schön Rundungen schleifen und auch die Grifflöcher. Die kann man auch bei, ja, zum Beispiel Contorion und so weiter bestellen als, ich glaube, wir haben da von 2 cm bis 5 cm so Rollen. Die kann man abreißen und dann kann man richtig cool die Löcher damit schleifen. Ja, das war's jetzt mit der Maschine. Danach nehme ich jetzt noch einmal das Handschleifpapier. Ich verwende da immer vom Kantenschleifer oder vom Bandschleifer die alten Papiere. Erstmal grob mit einem 100er oder 120er Schleifpapier vorschleifen. Das trägt halt viel ab, ist natürlich dann aber rau her, beziehungsweise hat auch so ein paar Schleifrillen. Und dann verwende ich nochmal ein 120er und auch nochmal ein 240er Schleifpapier, um das schön glatt zu machen. Ihr seht, ich habe die Kamera etwas zu weit rechts, aber ihr wisst ja, um was es geht. Nachschleifen so, dass es sich haptisch einfach gut anfühlt und ja, dass die ganzen Macken weggeschliffen sind, dass die Oberfläche schön ist und schon geht's zum nächsten und fast letzten Arbeitsschritt. Das ist jetzt das Ölen. Hier verwende ich mal ein Arbeitsplattenöl von der Firma Livos. Das ist speichelecht, also damit darf man auch Kinderspielzeug ölen. Und das ist ein sehr robustes, gutes Öl, wo wir häufig für Aufträge verwenden. Wir verwenden aber in der Regel auch Leinöl, also reines Leinöl. Das geht genauso. Und jetzt ist schon die zwei Bretter fertig. Ging jetzt ganz schnell. Danke fürs Zuschauen.